Hallo meine Freunde und willkommen zurück zu Let's Play Lego City Undercover. Im letzten Part haben wir hier die Mine betreten, haben auch ein neues Gewand für uns bekommen, nämlich hier den Bergarbeiter, mit dem wir mit Dynamit spielen können. Sehr schön. Ja, und jetzt haben wir hier natürlich noch so einen kleinen Checkpoint, so einen kleinen Punkt hier, wo man suchen kann. Ich bin mal ziemlich sicher, dass wir hier wahrscheinlich einen Superstein finden werden. Das wäre natürlich sehr, sehr schön. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Ja. Was ist das? Das ist Dynamit. Warum Dynamit? Ich dachte, ich finde jetzt... Mit dem Nickerchen ist gleich vorbei. Muss mal da rein. Ich will doch nur... einen Superstein. Wow, der hat aber einen tiefen Schlag. Gut, da habe ich ein paar Supersteine hier bekommen, das schon. Ah, erstmal ein bisschen was aufbauen. Komm schon. Jawohl. Also ein paar Supersteine könnte ich schon noch gebrauchen. Ich meine, warum sollte ich jetzt halt meine ganzen Supersteine jetzt schon verbraten, wenn ich hier noch welche finden kann? Das bedeutet Ärger. Ach was. Ärger halt für die, aber nicht für mich. Und einmal. Sehr schön. So, und wunderbar. So ist es auch immer bei uns in der Arbeit. Weißt du, wenn es da Beef gibt, sage ich jetzt mal, dann wird halt einfach mal einer zusammengeschlagen und in Ketten gelegt. Das ist völlig normal. Das ist ja überall so, ja? Das ist völlig normal. Das ist ein Superstein. Oh, das ist ein großer Superstein. Ein 10.000er. Oh mein Gott, ist das geil. Sehr schön. Ein 10.000er Superstein. Mega geil. Sehr gut. Es lohnt sich doch, dass man so sparsam mit denen umgeht. Jetzt habe ich echt viele Supersteine. Sehr geil. Sehr geil. So, dich machen wir mal kaputt. Kann ich doch wieder was Neues bauen wahrscheinlich, oder? Aber erst, wenn ich, wahrscheinlich, wenn ich das hier noch kaputt mache. Ja, jetzt kann ich was bauen. Ah, das ist wieder so. Nein, 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 halt, halt, halt. Aber dann noch nicht. Zack. Mal, wenn ich eine Weil ich will erstmal das hier kaputt machen. Aha. Ich aufpassen, dass der Vorarbeiter nicht mitkriegt. Jetzt muss ich eine Doppelschicht schieben. Ja, Spritztour ist immer okay, sage ich jetzt mal. Man muss halt beim Porno auch aufpassen, dass der Vorarbeiter da nichts mitkriegt. Ah, ja wunderbar, nochmal ein Tausender. Sehr schön. Sehr schön, geil. So, komm her. Na, komm zu Papa. Sehr geil. Da kann ich dann nochmal was bauen. Aha. Sehr schön. Nochmal ein paar. Was ist denn da oben? Uiuiui, das sieht aber ein bisschen instabil aus. Ah, da brauche ich Dynamit oder eine Fackel. Ich brauche da eine Fackel, okay. Wo auch immer ich die herbekomme. Wahrscheinlich von hier irgendwo. Ach, da ist eine Fackel. Sehr schön. So, erstmal das alles hier mitnehmen. Wunderbar. So. Verdammt doch mal. Okay. Komm, wenn ich schnell bin, dann schaffe ich es noch. So. Lunte anzünden und Abstand halten. Sehr gut. Ja, du solltest aber dann vielleicht wirklich da weggehen. Guti. Ehrliche, mannhafte Arbeit. So, wenn ich hier mal so ganz vorsichtig. So, wunderbar. Vielleicht brauche ich diese Fackel dann nochmal. Ich nehme es jetzt einfach mal mit. Was hat mir das jetzt gebracht, dass ich das da oben weg habe? Achso, ah. Aha. Ist da drin eine Fackel oder was ist das? Okay, es ist ein Vogel. So ein Kanarienvogel wahrscheinlich, weißt? Wegen Gas und so. Ich bin da früher auch ganz gerne hergenommen. Diese Vögel. Also hätte man wenigstens hergenommen, sage ich jetzt mal. Aber damals, da
wurde Gas noch in etwas anderen Mengen produziert, sage ich jetzt mal hergenommen. Und dementsprechend haben diese Vögel nichts gebracht, weil du hast immer gewusst, dass Gas da ist. Sobald du irgendjemanden gesehen hast, sage ich jetzt mal, der nicht reinrassig deutsch aussah, hast du gewusst, jetzt ist Gas im Spiel. So. Ja, okay, ich will den da... Jawohl. Ich weiß zwar nicht, was es mir bringt, dass ich die ganzen Teile da kaputt mache, aber irgendwas wird es mir schon bringen, nehme ich jetzt einfach mal an. Und das gleiche ist ja... Oh, das sehe ich einen Legostein, sehr schön. Also ein Superstein, meine ich. So, Vogellein. Vogi, wunderbar. Hey! Vogi haben wir wieder freigelassen. Haben wir nochmal hier einen Tausender. Sehr schön. Geil. Haben wir hier noch was? Nichts mehr. Okay. Also nochmal ein kleiner Superstein. Das ist auch gut. Hm? Ist hier noch was? Nein. Hey, hey, hey! Ui, das war's knapp. Wow, nochmal 10.000. Alter, was ist hier los? Oh, was ist hier los? Nochmal 10.000. Wie geil ist das? Der Boss hat gesagt, dass wir schon 6 Tage keinen Unfall mehr hatten. Sehr geil. Brechen wir diesmal sogar den Rekord. Nein, 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 nein. Ah, verdammte Scheiße, ich bin runtergefallen. Muss ich da jetzt den ganzen Weg wieder hochgehen? Ich will wissen, da war doch was. Komm schon, ich will wissen, dass da war was. Das kann mir doch keiner verzählen. Es kann mir doch keiner verzählen, dass da nichts mehr ist. So, zack. Da kommen wir jetzt relativ schnell hin. Zum Glück. Und zack. Jawohl. So, ich muss jetzt nichts mehr doppelt und dreifach machen, sondern einfach hier rüber. So, ja, seht ihr doch hier, das geht hier relativ fix jetzt voran. So wie das sein muss, ja, wunderbarigst. Jawohl. Schon bin ich wieder da, wo ich eigentlich hin wollte. Also fast. Kurz hier rüber noch. So, und hier müsste doch jetzt gleich das Seil hier irgendwo sein, oder wo ich runter... Da ist es doch schon, ja. Ja. Hep. Na. Ach, komm. Ach, komm. Du sollst dich an dem Seil festhalten, du Pisser. Was bist du denn für einer? Du hast doch keine Freunde, oder? Du hörst doch heimlich Justin Bieber. Das kannst du mir doch nicht erzählen hier. Der hört doch heimlich Justin Bieber und wie sie alle heißen, ne? So, schnell hoch da. So. Jawohl, danke. Ist das Gold? Ah, nee. Das ist nur das Bonbonpapier, das mir vorhin runtergefallen ist. Ist ja fast dasselbe. Gold, Bonbonpapier. Ja, es ist... Ist ja fast dasselbe. So. Das sehe ich doch. Sehe ich da nicht schon wieder einen Superstein? Ah, geil. Schon wieder ein Superstein. Alter, wie viele Supersteine ich mittlerweile habe. Das ist voll geil. Das ist doch mal geil. Nein, darfst du nicht. Kommt immer ganz drauf an, was für eine Hautfarbe du hast. Ob du die Füße hochlegen darfst oder nicht. Sehr gut, wieder ein paar Sachen hier. Sehr gut. Okay, dann haben wir jetzt eigentlich mal alles, würde ich jetzt, glaube ich, mal meinen. Mich stört halt immer noch das hier, dieses kleine Feld. Weißt, da oben, da ist was und da will ich hin. Aber wie komme ich da hin? Wie kriege ich das da oben weg? Brauche ich dafür die Seilbahn? Soll ich die einfach mal reparieren? Ich repariere sie einfach mal. Komm, ich baue sie jetzt. Sagen wir es lieber mal so. Auf die andere Seite der Höhle kommen? So. Hey, gut gemacht, Mann. Aber ich gehe da nicht rein. Die Dinger sind nicht sicher. Sehr gut. So, mal rein da. Auf keinen Fall. Aber ich wünsche dir gute Fahrt. Vielen Dank. Das wird schon werden. Pass mal auf. Ach, du hast doch keine Freunde. Haha.
Das sollte ihn aufhalten. Du hast doch keine Freunde. Weißt du, ich hab da 22.000. Kopf. Dran. Immerhin bin ich noch in einem Stück. Menno. Ich hab da 22.000 Supersteine investiert. Die hätte ich jetzt ruhig wieder bekommen können, jetzt wo die kaputt sind. Sag mal, ist das eigentlich giftiges Wasser? Weil es sieht so giftig aus. Und das sind überall so, Achtung, geh da nicht rein, Schilder. Es ist giftiges Wasser, okay. Ja, man kann es ja mal probieren, ne? Hüp, besser. Okay, warte mal. Okay. Wie kriege ich das Teil da weg? Vielleicht. So. Ja. Hörgesse. Geil. Ja, halt dich fest. So, komm, schmeiß nochmal ein, damit ich. Danke. So, das ist wieder ein Vogel. Sehr gut. Hallo, mein Vögelchen. Sehr gut. So. Stinker muss in der Nähe sein. Yeah. Zack. So. So. Sehr gut. So muss das sein. Wieder ein paar Leute auseinandergenommen. So muss es eben sein. So macht das Spaß. Sehr gut. Immer schön Leute zusammenschlagen. Das ist das A und O, meine Freunde. Auch wenn die kleinen Kinder hier zuschauen. Immer Leute zusammenschlagen. Das ist gut. Sehr gut. So, was haben wir denn hier noch Schönes? Hier. Hä? Kann ich das nicht aktivieren? Achso. Ich dachte, jetzt kann ich das aktivieren. Okay. Ja, das war ja dieser komische Schalter, den der Fuzzi aktiviert hat. Aber das hätte sein können. Dass ich den auch noch aktivieren hätte können. Das kann aber nur der eine aktivieren, der Wichser. So, wunderbar. Alter, schon wieder 32.000. Sehr gut. So, gibt's hier noch was? Anscheinend nicht. Okay, hier hoch. Na, jawohl. Hui. Wäre es eine gute Idee, nicht in diesen Zerkleinerer zu stürzen, Chase. Meinst, es könnte eine gute Idee sein? So, ich habe mal hier durch und ja, jawohl. Jawohl, sehr schön. So, was haben wir hier noch Schönes? Will man wieder kurz der Bergarbeiter werden hier? Jawohl. Alles immer schön kaputt machen. Dafür kriegen wir Steine. So, so wie im richtigen Leben so. Wenn ihr Sachen kaputt macht, meine Freunde, dann kriegt ihr Geld dafür. Also vielleicht nicht unbedingt ihr, sondern andere, aber es fließt Geld, wenn ihr Sachen kaputt macht. So viel ist sicher. Ist halt die Frage, in wessen Tasche. Grundsätzlich natürlich in meine. So, jetzt kommt's mir her. Einmal. Zack. Und der nächste. Aua. Und tschüss. Okay, sehr gut. So, was kann ich denn eigentlich hiermit machen? Fähigkeit ist immer noch gesperrt, okay? Da ist der letzte Vogel. 4 gibt's hier und ich habe schon 3. Sehr gut. Da ist der letzte Vogel. Sehr, sehr gut. So, wunderbarigst. Ja, erstmal aufmachen hier. Jawohl. Sehr schön, letzter Vogel ist frei. So muss sein. Wunderbarig. So, kann ich das irgendwie... Nein, kann ich wahrscheinlich irgendwie anders kaputt machen. Was haben wir denn hier Schönes? Kann man da was bauen mit? Vielleicht brauche ich jetzt noch ein paar Sachen. Kann ich jetzt was damit bauen? Immer noch nicht. Doch, jetzt hat.
Was bauen wir denn da Schönes? Ah, ja, sehen wir doch schon wieder, was wir damit bauen. Ja, wunderbar. Da gibt's mal ein bisschen Dynamit hier. Dankeschön. Wieder einer ordentlich Boden gefressen hier, oder was? Oh, das nächste Mal weniger Chili. So. Wunderbar, Rix. Da wollen wir gleich hochgehen. Alles klar. Was sehen wir denn da? Oh, ich komme noch nicht rein. Kann ich mir den Weg da freibomben? Oh oh. Oh oh. Oh, es gibt kein Dynamit mehr für mich. Okay. Schade. Hätte das sein können. Aber dann komme ich ja da nicht rein. Wie komme ich denn da rein? Ach, da oben durch das Dach fallen wahrscheinlich. Ah, das sieht so aus, ja. Das sieht so aus, als ob ich da oben durch das Dach fallen muss. Erstmal hier ein paar Sachen wieder kaputt machen, damit wir ein paar Supersteine hier bekommen. Sehr gut. Wo ist Stinker? Hier bin ich. So, erstmal hier alles kaputt machen. Ich frage mich, warum sie ihn Stinker nennen. Erstmal, zack. Sehr schön. Alles hier wunderbar. Zack. Oh, ein Aufnahmegerät. Vielleicht ist darauf ein Hinweis zu finden. Spiel's ab. Fletcher Logbuch 3011. Ich wurde... Hä? Wer ist da? Auf ihn! Ich versteck das Aufnahmegerät, Boss. Sie haben Stinker. Aber vielleicht kann ich sie noch einholen. Lange nicht gesehen, McCain. Rex Fury! Suchst du jemanden? Hinter dir! Wow. Lass den. Er kann sowieso nichts machen. Mein Kontakt hat jemanden, der uns einen nagelneuen LKW besorgt. Ein Geschenk der Lego City Polizei. Oh, hey, das geht nicht auf, los. Hat mich ein Eiscremewagen gerammt? Könnte man meinen, aber nein. Du hast was auf die Mütze gekriegt. Gut, dass Dunby mich hergeschickt hat. Duke. Oh. Ich habe nach einem Bergmann gesucht. Aber Rex war schneller. Versuch nicht zu sprechen. Natalia, du bist meinetwegen hier? Nein, er ist okay. Aber wieso dann? Ich war in der Gegend. Ihr Paar wird vermisst. Was? Keine Sorge, Natalia. Ich finde ihn. Ich finde ihn. Ohne dich. Ich hätte niemals gegen Rex Fury aussagen sollen. Wenn Rex ihren Paar hat und du ihn wirklich retten willst, dann solltest du erstmal lernen, dich zu verteidigen. Besuch mal diesen Typen. Er kann Kung Fu. Jetzt wollen wir Kung Fu lernen. Sehr gut, der Spezialtrauer. Spezialauftrag hier. Finstere Minen in der Mine. Geil. Haben wir nicht komplett abgeschlossen. Schade, keine 100%. Aber ich glaube, die kann man die auf dem ersten Mal überhaupt zu 100% abschließen? Da fehlen ja noch ein paar Sachen. Ja, 95%. Ich meine, 95% sind 95%. Das ist ja einiges. Otter. Daum, daum, daum. Kapitel 4. Wenn es hart auf hart kommt. Ah, ja, jetzt kommt's hart auf hart, ja? Da bin ich der Richtige für. Was hast du in der Mine herausgefunden? Dass ich kein guter Kämpfer bin. Bitte? Rex war dort. Er hat sich Stinker vor mir geschnappt und mich dann noch K.O. geschlagen. Puh, und was willst du jetzt machen? Schnurstracks zum örtlichen Dojo gehen und trainieren, damit ihm das nicht noch einmal gelingt.
Okay, ich rufe Frank dann nochmal an. Hat bestimmt sein Telefon verloren. Da kann man noch nichts machen. Aber ich kann... Hey, halt. So. So. Wo kann ich denn hier das Dynamit einsetzen? Das ist jetzt eine gute Frage. Wo kann ich das einsetzen? Muss ich halt irgendwas... Irgendwo gibt es doch sicherlich irgendwas, wo ich das Dynamit gescheit einsetzen kann. Irgendwo hier vorne. Ah, da vorne. Da sehe ich es doch schon. Und rein damit. Geil. Sehr schön. Ah, ein Superstein. Datenscan-Upgrade, okay. War gar kein Superstein, das war nur ein Upgrade. Menno. Ich hab jetzt mal nicht kriegen Superstein. Oh, ich kann hier noch weiter. Oh, was ist das? Fähigkeit ist gesperrt. Da kann ich erst später wieder weitermachen. Hier gibt's wieder so einen komischen, so ein komisches Medaillon oder was das ist. Ah, warte mal. Hier. Zack. So, und jetzt? Ah, okay. Von da drüben aus. Hier. Einmal hier, zack. Und... Ja, komm her. Jawohl. Na, warum? Warum schlägt es sie... Ja, okay, oder so. So geht's natürlich auch. Habe ich mich jetzt durchgeklitscht? Ich... Ich glaube, ich sollte hier noch nicht sein. Ich habe mich da, glaube ich, gerade durchgeglitscht. Ich bin mir da jetzt aber nicht so ganz so sicher. Wo ich mir aber sicher bin, ist... Ja, ja, dass ich hier einen Superstein sehe. Fähigkeit ist gesperrt. Da ist ja nochmal ein Superstein. Ja, wunderbar. Ist ja wie im Schlaraffenland hier. Da brauche ich Dynamit. Haben wir wieder einen Superstein? Okay, wie krieg ich... Okay, dann muss ich einfach Dynamit holen. Das sieht sehr danach aus, als ob ich da oben Dynamit brauche. Und ich kann... Ach so, ich soll... Ah! Ich soll das mit Dynamit in die Luft jagen. Ich habe mich wirklich vorbeigeglitscht. Okay. Ja, warum nicht? Was spricht dagegen, wenn man sich vorbeiglitscht? So, jetzt einmal wieder dahin, damit wir da alles in die Luft jagen können. Kann ich mich vielleicht nochmal vorbeiglitschen? Hey, ja, komm schon! Ja! Fuck the system! Warum soll ich dafür Dynamit benutzen? So, bitteschön. Trotzdem werde ich dafür Dynamit nochmal benutzen, falls ich da... Silberstatue zerstört, okay? Falls ich dafür einen Superstein bekomme. Möglich ist alles. So. Und jetzt wahrscheinlich kriege ich keinen Dynamit mehr, weil ich jetzt diese Silberstatue zerstört habe. Oh doch, ich krieg noch eins. Okay. Dankeschön. So. Einmal. Ja, zack. Ja, und hoch da, ja. Und nein damit, geil. Sehr schön. So, kriege ich dafür was? Oh, tatsächlich. Geil, gut, dass ich das kaputt gemacht habe. Ein 10.000er Superstein. Sehr gut, dass ich das kaputt gemacht habe, würde ich jetzt mal meinen. Das hat sich doch definitiv gelohnt. Dann würde ich mal sagen, meine Freunde, beim nächsten Mal sehen wir uns hier an Ort und Stelle einfach wieder. Und schau mal, dass wir ein bisschen Kung Fu lernen. Oh yeah. Wahrscheinlich werde ich da wieder irgendwas bauen müssen. Und wahrscheinlich 100 Millionen. Alter, schon wieder ein Superstein. Was ist denn jetzt gerade los? Jetzt finde ich hier aber auch die Supersteine. Sehr gut. Ja, ich würde mal sagen, einfach beim nächsten Mal sehen wir uns wieder an Ort und Stelle
Wieder, was ist denn das? Okay, ich kann da drüben... Okay. Das können wir auch einfach mal beim nächsten Mal machen. Das sehen wir einfach dann, wie gesagt, beim nächsten Mal. Also gut, Leute, das war dann Let's Play Lego City Undercover für heute. Ich danke euch fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.